ist gar kein Typ. Schöner, weißer, parischer Marmor. Mir fehlt das spartanische Rot. Okay. Wenn du meinst. Ich finde Blau ja ganz toll, aber... Und Weiß, aber gut. Ne, das muss ja jeder für sich selber wissen. Rot ist jetzt nicht so meins. Bis auf mal mein Handy. Aber gut. Fragt nicht. Das war so ein Ding von meiner Mutter. Hab's für sie gekauft, beziehungsweise gemacht und dann... Ja. Ne? Was man nicht so alles macht. Und dann hat sie ein neues Handy bekommen und dann... Ja. Durfte ich dann... Konnte ich dann... Das, den Vorgänger nehmen. Jetzt habe ich es doch verraten. Wow. Sehr inkonsistent, ich weiß. Gut. Aber iPhone ist halt, ne? Ist halt so. Was soll man sagen? Da hinten sind mir einfach noch zu viele oben. Ich werde da mal lang gehen. Lang kuschen. Und gucken, was ich da noch so anrichten kann. Moment. Ja. Okay. Ja. War eine kleine Unterbrechung. Angeklopft, aber das Moment zählt wohl nicht. Ne? Gleich anfangen zu sprechen. Immer super. Also es tut mir leid, wenn mein Vater jetzt mit in der Aufnahme ist. Ja. So ganz leise im Hintergrund, weil ich glaube, so laut wird das nicht gewesen sein. Ich muss ja schon immer gucken, dass das Mikro direkt vor meinem Mund ist, damit es den Klang vernünftig aufnimmt. Na komm, ich wollte eigentlich nur hier hin. Komm. So, dann können wir auch gleich mal gucken. Ach komm. Genau. Ja. Wie gesagt, Moment zählt wohl nicht. Klopfen und sofort reinkommen. Ja. Dann haben wir euch da unten. Oh. Nehme ich mit. Nehme ich mit. War da auch noch was? Okay, ich dachte, die Tür geht wieder auf. Okay. Wann, wie, wo? Hin? Nein! Och Mensch, mach doch nicht so viel. Es reicht, wenn du hier bist. Zu viel ist auch wieder, ne? Doof. Kommt er hoch? Oder bleibt er da unten? Ich glaube, er kommt in unsere Richtung. Bin mir aber nicht sicher. Nee, er geht weg. Okay. Ja, gefällt mir jetzt zwar nicht, aber... Gut. Missionsziele. Oh, da kommt ja jemand. Okay. Ein bisschen was haben wir noch? Oder auch nicht? Also, ne? Das ist der. Hier, ne? Warum sind sie so viele Leute? Da ist der Befehlshaber. Wo sind die denn? Hä? Na komm. Ach, Moment. Okay, da bin ich wieder. Diesmal war es der Hund. Nur der Hund. Und ja, vielleicht sollte ich auch mal beibringen, wie man klopft.
Wo bist du denn jetzt aufgetaucht? Bitte nicht umdrehen. Joa, wir dezimieren ja schon, ne? Aber ihn werde ich wohl nicht so leicht dezimieren können. Ne, der ist mal wieder so ein dicker Brocken. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Was haben wir denn bekommen? Und gut, dass ich mein Inventar leer gemacht habe, ne? Gut. Nehmen wir. Wenn da mehrere sind... Ist das... Oh, verdammt. Ja. Kleinen Moment. Okay, war gerade ein kleiner Streit im Hintergrund. Den wollte ich nicht unbedingt mit drauf haben. Aber das scheint sich jetzt geklärt zu haben. Also keine weiteren Ablenkungen, hoffe ich. Na, kommst du zu mir oder soll ich zu dir? Oder beides? Okay, beides. Na? Jetzt frage ich mich, ob die unendlich spawnen oder ob die alle so schön zu mir kommen und dann, ne? Weiß schon. Okay, haben wir hier wieder ein bisschen was. Ja. Wie, Quest abgeschlossen. Ich meine, stand eben schon mal da? Nee, nee, nee. Wir machen hier schon richtig, ne? Hä? Ah, da ist noch was. Ich wollte schon sagen. Ich glaube, da kommt der Nächste. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da kommt der Nächste. Die kommen tatsächlich alle hierher, oder? Ich will mich ja nicht beschweren, ne? I mean. Ist ja leicht, ne? Gut, der ist ein bisschen fernab. Das ist schon mal ganz nett. Ich weiß. Ach. Ja. 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 Das war es dann wohl auch mit dem Anklopfen. Tür aufreißen und gleich drauf losreden ist immer das Beste, wenn jemand ein Let's Play aufnimmt. Das ist genau wie die Menschen, die einfach bei irgendwelchen Reportern, die dann irgendwie in der Stadt stehen, durchs Bild laufen und schreien. Und irgendwelche Gestiken machen. Es ist genau dasselbe. Ein bisschen, ne? Echt. Oh. Anklopfen, warten, bis man... Ne? Bis man reingebeten wurde, ist das denn so schwer? Ich dachte, meine Generation ist ne, schlimm. Meine Güte. Ne, wenn man das Wort Aufnahme neu definieren muss. Als wenn ich nicht mit dem Hund rausgehen würde. So.
Da sind zwei. Das ist mir dazu. Zu, ja. Gut, dann gehen wir darüber, ne? Kann ja mal gucken, ob wir den erledigen können. Vielleicht kommt auch mal irgendwann wieder hoch. Wäre ganz nett. Ah, ja. Und wieder einmal nicht geklopft, einfach reingeplatzt in die Aufnahme wegen zwei Briefen. Zwei unnichten Briefen, weil ich die eine schon als E-Mail hatte und das andere von der Audi BKK, ja, ein neuer Zusatzbetrag, der, ja, mich sowieso nicht interessiert. Weil, welche Krankenkasse macht das nicht? Na, kommt da wieder jemand hoch? Oder war es nur der Hund? Hey, was für ein Pech ich aber heute habe, ne? Wenn es in der Aufnahme läuft, dann ist alles außerhalb der Konsole irgendwie... Ja. Läuft es dann nicht richtig, ne? Also irgendwie ist immer irgendwas. Entweder läuft die Konsole nicht oder alles andere. Okay, er ist definitiv unten, weil unten ist die Tür zugefallen. Mit einer richtig schönen Lautstärke. Sehr schön. Weil ich meine, ich möchte ja auch zusätzliche Dinge noch in meinem Let's Play haben, außer meiner Stimme, ne? So, ne? Ja. Komm. Komm her. Komm her. Bevor da jemand was sagen kann. Bevor jemand rufen kann. Bist du... weg. Würde ich mal sagen. Nehmen wir mal mit, ne? Ja. Nehmen wir auch mal mit. Ja, ich weiß. I know. Nehmen wir auch mal mit. Achso, das ist noch aufheben. Gut, Gefangene mit drei Befreiung brauchen wir noch zwei. Und ein Schatz. Sehr gut. Okay, ein Dings habe ich da unten gerade gefunden. Den Gefangenen. Na komm, nimm die Leiter. Soll die ja nur befreien, ne? Hau ab. Ich kann es noch nicht glauben. Ja, komm, halt die Klappe. Jojo, ich weiß. Bleib am Leben. Das ist alles, was ich möchte. Und schon wieder eine laute Tür. Na, als wenn man nicht genug unter Anspannung ist, muss man sich andauernd alle 5 Sekunden noch zusätzlich erschrecken. Sehr nice. Kappa. Mal gut, dass ich kein Horrorspiel spiele. Das hätte mir jetzt noch gefehlt. Okay, zumindest sind sie schon mal blind. Hat er mich jetzt wirklich nicht gesehen? Na komm. Oh ja. Dich krieg ich hin. Ich hab deinen Boss erschlagen, also von daher. Na komm. Oh ja, komm noch mehr. Jetzt!
Na komm. Dieser Feigling, ey. Na komm. Wo ist der andere Feigling? Mal gucken. Das ist zu leicht. Kopfgeld. Okay, wie war das nochmal? Das war, glaube ich, hier. Nein. Vielleicht doch bei Inventar. Oder Karte? Genau. Bei der Karte, okay. Nö, mach ich nicht. Na komm. Merkt ihr nicht drauf? Wo sind diese blöden Bogenschützen? Na komm. Ah, da hinten. Na komm. Okay, da vorne ist noch einer. Tja. Was? Ich bin weg. Ich hab Kopfgeld bezahlt, ja? Ich leg mich nicht mit den Bären an. Oh, komm. Oh, ist die nervig. Ich hab doch die Kopfgelder bezahlt. Ja, hab ich. Gut, dann nehme ich noch die Truhe mit. Die ist mir zu wild. Ja, ja. Und tschüss. Ja. Ort abgeschlossen. Mehr brauche ich auch nicht. Dass sie immer noch hinter mir her ist, obwohl ich schon das Kopfgeld bezahlt habe, ne? Echt fies. Zumal die auch viel, viel stärker ist als komplett alle Gegner in dem Gebiet. Challenging nicht gerade ausgelastet, ne? Aber gut. Nicht ausgelastet, sondern hier, balanced, ne? Gut, lass uns mal hier hinreisen. So. Ist leer. Schade. Eistee leer. Okay.
habe hier noch meine Fonton, Mandarine. Orangen vertrage ich ja nicht so. Gut. Das Mikro wieder ein bisschen richtig machen. Irgendwie war das gerade... Aus irgendwelchen Gründen, also wenn ich leiser war, war das, lag das daran, dass das Mikro irgendwie komisch war. Sind wir ja auch gleich dabei. Was passiert? Ja. Da vorne. Dann reden wir mal. Das könnte bestimmt ja, sehr aufschlussreich werden, wenn Aspas hier auch da ist. Hörst du nicht, was ich sage? Es sind ihre besten Kämpfer. Du solltest die Öffentlichkeit meiden. Sie finden dich. Ich verstehe dich vollkommen. Doch ich muss gesehen werden. Der Hetzer leistet gute Arbeit. Ich brauche mehr Unterstützung gegen Paros. Ich habe schon zu viele sterben gesehen. Bitte, verlasse diesen Ort. Was passiert? Was führt dich hierher? Cassandra, pass dich der Stimmung an. Lasst euch nicht stören. Bitte, führt eure Unterhaltung fort. Es klang spannend. Ich kam, um deiner Mutter zu sagen, dass der Kult seine Elite auf sie ansetzt und dieser Ort nicht sicher ist. Und ich erklärte Aspasia, dass ich öffentliche Auftritte für die Unterstützung der Bevölkerung brauche. Soll ich mich um die Soldaten des Kults kümmern? Nicht nur das. Ohne einen Beweis wird mein Volk nicht glauben, dass Paros hinter all dem steckt. Du musst einen finden. Mhm. Natürlich. Gut. Und ich mische mich unters Volk, um Unterstützer zu gewinnen. Sei vorsichtig, sie sind gefährlich. Ich weiß. Ich bringe sie sicher fort von hier. Und, was sagen deine Quellen, wo ich sie finde? Versuch es in den Höhlen unter dem Zars. Okay. Diese Kultisten sind so besessen von ihrer eigenen Mystik, dass es zu ihnen passen würde. Ja, das stimmt. Ich glaube kaum, dass jemand, der kam, um dich zu töten, seine Auftraggeber verrät. Das stimmt. Ein physischer Beweis wäre besser. Ich bin sicher, du findest etwas. Ja. Natürlich. Ich werde euch beiden gern helfen. Wir sehen uns dann später. Okay. Das war ja mal wieder ein Reinfall. Gucken wir mal, was wir hier haben. Den haben wir ja drin. Oh. Da unten noch. Genau. Ansonsten Söldner. Da hinten ist er. Nein, hier. Ach, so stark war die gar nicht. Ich dachte, die wäre stärker. Huch. Okay, was machen wir zuerst? Achso, es ist das eine Quest. Okay. Moment. Ich könnte noch mal kurz hier auf die Karte gucken. Hier, ne? Zeusbucht, ja. Dann reisen wir doch mal schnell. Mit Schnellreise hier hin. Ja. Huch. Ihre Dings ist geschwächt. Warum wohl? Also ihre Herrschaft, ne? Hups. Ich wusste ja nicht, dass sie hier herrscht. Ich dachte, die ist einfach so hier. Eine
Höhleneingang. Da sind sie drin. Wir waren schon mal hier, Cassandra. Wir haben die sogar schon erkundet. Wir haben die ganze Insel erkundet. Ich dachte doch, wir werden hier noch tausendmal hin und her geschickt. Ich hab's gewusst. Gut. Wollen wir mal. Ups. Auf die falsche Richtung. Nein. Hab ich gerade echt nicht gesehen. Und eine dreifache Rolle. Salty ohne Ende. Ja, so sieht das doch schön aus. Also mit diesen... Ich weiß auch nicht, was das war. Hauptsache, ich habe keinen, krieg keinen Schaden durch die Stürze. Nein, nicht so weit runter. So weit wollte ich doch gar nicht runter. Hier wollte ich doch rein. Gut, dann einmal. Vielleicht waren so, dass sogar diejenigen, die wir hier schon, ja, hatten. Waren jetzt zwar nicht ganz so stark, aber ne? Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Mhm. Wie viel haben wir noch? Das ist super, dass der hier mit dem Rücken zu mir steht, ne? Generell, dass sie hier alle mit dem Rücken zu mir standen. Wenn die nicht gerade irgendwelche Laufrouten haben. Hey, du! Halt an! Du solltest abhauen! Na komm! Du bist der Letzte. Na komm. Achso, du bist ein Level höher als ich. Gut, dann, oder? Na komm. Na komm. Na komm. Hier wird das irgendwo sein, ne? Hier vielleicht? Weil ich meine, hier waren wir zwar schon, aber das letzte Mal gab es hier ja auch was, ne? Also, vielleicht dieses Mal auch. Ja. War mir sowas von klar. Was redet ihr? Oder seid das gar nicht ihr? Ich glaube, die gucken gar nicht in meine Richtung, ne? Jemand, der dich tötet. Ja.
und ich auch. Sie wurden auf Paros geprägt. Und ein Brief? Er ist verschlüsselt. Na ja, nehmen wir nochmal mit. Wenn die Kamera mitspielt. Ja, komm. Oder auch nicht. Nicht alles. Eieiei. Naja, haben wir schon mitgerechnet, ne? Also von daher. Passt das schon? Jetzt müssen wir erstmal hier aus der Höhle wieder raus. Komm, ein bisschen schneller geht schon, ne? Los. Beeilung. Hä? Was ist denn da jetzt los? Okay. Interessant. Wieder aufgebaut, ha? Alles gut. Ich komme nicht nochmal vorbei. Ich hatte es zumindest nicht vor. Ja, komm. Wenn wir schon dran vorbeilaufen, dann können wir auch was einsacken. Solange es im Vorbeilaufen ist. So, wenn wir draußen sind, dann können wir auch schnell Reise machen. Weil ich meine, die Insel kennen wir ja schon zu Genüge. Oh. Ich habe zu lange gedrückt, ne? Ja. Das war nicht der Plan. Aber gut. Hierhin. Dann wollen wir mal. Wir sollten vielleicht auch mal in den Brief reingucken. Fällt mir gerade auf. Eventuell. Könnte ja was drinstehen, ne? Und je mehr wir wissen, desto besser, ne? Gehe ich mal von aus. Denke ich. Ja, und ich denke auch, der Ladescreen kann endlich mal beendet sein. Komm. Mach hinne. Die haben nicht die ganze Nacht Zeit. Muss auch nochmal wieder geschnitten werden, ne? Hui! Gut, dann haben wir mal das Inventar. Ne, hier ist es nicht, also es wird schon hier sein. Ja, hier. Die Mützen haben die Prägung von Paros, aber der ungewöhnliche Code auf dem Brief kann nicht entziffert werden. Okay. Vielleicht kann sie es ja. Vielleicht können wir es einfach nur nicht, weil wir ja, hier eigentlich gar nicht hier sind. Ne, wir sind ja eigentlich ja hier... Ich will nichts Falsches sagen. Layla? So wie ich das jetzt aus Valhalla mitbekommen habe, die spielt nämlich auch noch mit. Und hat Cassandras Stab. Wenn ich nicht so viel verrate. Damit. Gut, dann haben wir was. Na komm. Wir haben eben schon so einen langen Ladescreen gehabt. Die Drachmen der Soldaten des Kults stammen von Paros. Ah. Es gibt wohl keinen eindeutigeren Beweis. Das sollte uns reichen. Bring sie zur Händlergilde. Sag ihnen, das ist der versprochene Beweis. Und sag ihnen, sie können sie behalten. Natürlich. Dies hatten sie auch bei sich. Es scheint der Befehl zu sein. Ich kenne diesen alten Dialekt. Die Kultisten müssen mit seiner Hilfe kommunizieren. Okay. Du verstehst ihn? Das Geld kam nicht von Silanos. Der Auftrag kam aus Sparta. Es ist unmöglich. Ich kann es dir übersetzen. Der Befehl stammt vom spartanischen König. Aber die Elite Spartas hat sich dem Kult stets widersetzt. Der Kult ist wie Wasser. Findet es einen Riss im Fels, sprengt es ihn. Sparta ist frei von Korruption. Sparta hat sich sehr verändert. Korruption ist heute überall, so wie Aspasia sagte. Selbst in Sparta. Sie wollen Disziplin in die griechische Welt bringen und verrotten von innen. Sie kämpfen gegen den falschen Feind.
Ich bin Spartanerin. Und das bist du auch. Ist dem so? Ich trage hier die Verantwortung. Paros muss gestoppt werden. Aber danach? Ja, dann komme ich mit. Okay. Ach, sei doch nicht so. Menschenskinder. Blockieren den Hafenzugang. Verflucht sein Silanos und dieser Kult. Hören die denn nie auf, sich einzumischen? Ha! Sag, ich bin auf dem Weg. Die hat ganz schön rote Augen. Eine Blockade? Ich entrichte keinen Tribut an Athen und Paros nutzt die Situation für seine Zwecke aus. So viel dazu, dass wir zuerst zuschlagen. Naja. Vielleicht könnte ich den Hafen mit meinem Schiff freikämpfen. Du allein gegen eine ganze Blockade? Haben wir schon mal geschafft. Ich sehe keinen anderen Weg. Zum Glück habe ich die beste Mannschaft in der Ägäis. Sei vorsichtig und komm zurück zu mir, Kind. Komm, nehmen wir auch mal mit. Bevor wir hier Aufnahme wieder erneuern. Ups. Sorry. Entschuldigung. Ich müsste mal durch. Ich hoffe, diesmal komme ich aus dem Hafen raus. Das war das letzte Mal, aber nicht sehr nett. So. Ja, das war klar. Angelegt, aber nicht angelegt, ne? Dann können wir auch gleich nochmal in die Truhe. Hier ist die Truhe, okay. So, lagern. Die beiden sollen rein. Genau. Einmal das hier. Das hier. Die können bleiben. Oh, wir können gleich... nee, lass uns erstmal einen neuen Bogen anlegen. Habe ich gar nicht gesehen, dass wir da, ne, ja. Beziehungsweise verpennt. Sagen wir es mal, ich hab's verpennt. 915, 870, hä? Achso, ja. In die Richtung, sorry. Ich war ein bisschen verpeilt. Gut, dann haben wir hier nochmal. Och, schon wieder was. Nee. Hui, hier. Hier noch was? Irgendwas, was ich übersehen habe? Nein. Gut. Okay. Können wir jetzt nochmal speichern? Haben wir hier die Quest, ne? Nochmal gesehen haben. Ah, ja, schon wieder. Oh, hier war das auch, dass das hier unten bleibt. Sehr angenehm. Tatsächlich, also ich mag das überhaupt nicht, wenn das so nach oben springt. Ja, das gefällt mir. Warum sollte ich wollen, dass das nach oben springt, wenn ich mehrere Quests löschen möchte? Also Quests hier Speicherpunkte meine ich. Ne, macht mir halt überhaupt keinen Sinn. Ja, komm, ich hab zu früh losgelassen. So. Einmal speichern. Genau. Und hoffen, dass wir diesmal wirklich rauskommen. Kapitän, du bist zurück!
Ich komme hier nicht weg, ne? Ah, okay. Okay, jetzt müssen wir mal kurz...